Folgen von Böhm-Bawerk zum Abschluss des Marx'schen Systems. Weiter geht es mit der Reihe zur Zerlegung des Marxismus. Teil 2 mit Eugen von Böhm-Bawerks 1851 bis 1914 Werk zum Abschluss des Marx'schen Systems, erschienen 1896. Hintergrund: Das Kapital von Karl Marx gilt als das Hauptwerk der ökonomischen Seite des Marxismus. In den drei Teilen des Werks vollendete Marx seine ökonomische Weltsicht, wie er sie sich durch ein jahrzehntelanges Studium und mehrere ökonomische Vorarbeiten, unter anderem Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 1857 und 58 oder zur Kritik der politischen Ökonomie 1859, erarbeitete. Allerdings erschien nur der erste Teil des Kapitals noch zu seiner Lebenszeit. Der zweite und dritte Teil sind verschiedene Manuskripte von Marx, die Friedrich Engels posthum zusammenstellte und veröffentlichte. Marx hatte zu Lebzeiten versprochen, dass die offen gebliebenen Fragen, die sich durch den ersten Teil des Kapitals ergaben, im zweiten und dritten Teil aufgelöst werden. Böhm-Bawerk sieht dieses Versprechen als nicht eingelöst. Er führt entsprechend mit seinem Werk zum Abschluss des Marx'schen Systems seine Kritik am wirtschaftlichen Marxismus fort, wie er sie zuvor formulierte. Das Werk gilt als eine der wichtigsten und fundamentalsten Kritiken am Marxismus. Über das Werk: In diesem Werk analysiert Böhm-Bawerk die Theorien von Karl Marx aus dem ersten und dritten Band des Kapitals. Zunächst arbeitete Böhm-Bawerk zentrale Merkmale von Marx' Lehre heraus und zitiert dabei überwiegend Marx selbst. Anschließend stellte Böhm-Bawerk die Widersprüche und die wissenschaftlichen Fehler heraus, die im Kapital enthalten sind, und folgert deswegen, dass der Marxismus sich selbst widerlegt. Über den Beitrag: Dieser Beitrag folgt sehr stringent dem Vorgehen von Böhm-Bawerk. Zunächst werden zentrale Konzepte aus Marx' Kapital vorgestellt. Anschließend folgt die Darstellung der Fehler und Widersprüchlichkeiten in Marx' Theorie. Alle hier verwendeten Fachbegriffe wie Wert, Mehrwert oder Bedürfnis werden im marxischen Sinne verwendet. Dass der marxische Wertbegriff an sich fehlerhaft ist, ist im Beitrag Grundsätze der Volkswirtschaftslehre von Karl Menger nachzulesen. Erstens: Marx' Wertgesetz. Das Wertgesetz ist zusammen mit dem Wertbegriff der Grundpfeiler der marxischen Werttheorie. Ohne sie sei jegliche wissenschaftliche Erkenntnis hinsichtlich der wirtschaftlichen Vorgänge unmöglich, so Marx selbst. Marx beschränkt sein Wertgesetz nur auf Waren, also nach Marx der Teil der wirtschaftlichen Güter, welcher zum Zweck des Handels erzeugt wird. Die Ware besitzt sowohl einen Gebrauchswert als auch einen Tauschwert, siehe Beitrag 6. Der Gebrauchswert steht nach Marx für die Nützlichkeit einer Ware, Bedürfnisse zu befriedigen. Der Tauschwert verkörpert das Austauschverhältnis einer Ware und steht nach Marx für das Gemeinsame von zwei verschiedenen Waren, auf das sie reduzierbar sind. Die stofflichen Eigenschaften der Ware, Gebrauchswert, kommen für Marx nicht in Betrachtung, um das Gemeinsame zu erklären, da der Gebrauchswert für die Qualität und der Tauschwert für die Quantität einer Ware steht. In der Quantität stecke allerdings kein Atom Qualität, so Marx. Für Marx bleibt nur noch die Arbeit übrig, um das Gemeinsame zu erfassen. Er stellt die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Herstellung eines Produkts als die einzige Ursache für dessen Wert dar. Marx folgert das Wertgesetz, nachdem sich die Waren nur zu der in ihnen verkörperten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit vertauschen. Zweitens: Marx' Mehrwerttheorie. Aus dem Wertgesetz leitet sich die Mehrwerttheorie ab. Durch den Mehrwert beutet der Kapitalist den Arbeiter aus, wodurch die Mehrwerttheorie zentral für die Begründung des Klassenkampfs ist. Der Mehrwert ergibt sich nach Marx nicht dadurch, dass der Kapitalist die Waren regelmäßig zu einem Preis unterhalb ihres Wertes einkauft bzw. oberhalb ihres Wertes verkauft. Denn wenn der Verkaufspreis vom Wert einer Ware abweicht, so verstößt der Kapitalist gegen das Wertgesetz. Dies kann aufgrund von Angebot und Nachfrage kurzfristig vorkommen, auf lange Sicht setzt sich nach Marx allerdings immer das Wertgesetz durch und die Waren vertauschen sich nur noch zu der in ihr verkörperten Arbeitszeit. Das Wertgesetz wirkt dabei wie ein Naturgesetz. Den Mehrwert leitet Marx vielmehr aus unbezahlter Arbeitszeit ab. Böhm-Bawerk weist dabei zunächst auf Marx' Ausführung zum Wert der Arbeitskraft hin. Diese entspricht dem Wert der Waren, die zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Arbeitskraft notwendig sind. Der Lohn ist demnach nicht verhandelbar. Der Kapitalist einigt sich nun mit dem Arbeiter auf einen Arbeitsvertrag über mehrere Stunden Arbeit am Tag zu einem angemessenen Lohn. Der Mehrwert entsteht nach Marx genau dann, wenn der Kapitalist den Arbeiter mehr arbeiten lässt, als der vereinbarte Lohn vorsieht. Drittens: Allgemeine Profitrate.
Während die Mehrwerttheorie vor allem im ersten Band des Kapitals behandelt wird, ist die allgemeine Profitrate zentral im dritten Teil des Kapitals. Zur Erklärung weist Böhm-Bawerk zunächst auf Marx' Rate des Mehrwerts hin. Diese Rate steht für das Verhältnis zwischen unbezahlter und bezahlter Arbeit und gilt daher nach Marx als der exakte Ausdruck für den Ausbeutungsgrad des Arbeiters. Davon verschieden ist die Profitrate. Die Profitrate entspricht dem Verhältnis des Mehrwerts gleich Profit zum investierten Gesamtkapital. Beispiel: Der Kapitalist investiert 90 Euro in Lohn und 410 Euro in Material und beutet den Arbeiter um weitere 90 Euro aus und verkauft somit ein Produkt im Wert von 590 Euro, in das er 500 Euro investiert hat. So beträgt die Mehrwertsrate 100% und die Profitrate 18%. Daraus ergibt sich, dass in unterschiedlichen Bereichen trotz gleicher Mehrwertsrate verschiedene Profitraten entstehen können. Auf lange Sicht gleichen sich durch die Konkurrenz auf dem Markt diese unterschiedlichen Profitraten an, sodass eine allgemeine Profitrate entsteht. Diese lässt sich nach Marx sogar berechnen, indem der Durchschnitt der verschiedenen einzelnen Profitraten ermittelt wird. In der Realität, so Marx, wird dann der Preis des Produkts dauerhaft angehoben bzw. abgesenkt, sodass der Kapitalist beim Verkauf die Durchschnittsprofitrate erzielt. Viertens, der Produktionspreis. Durch den Prozess der Entstehung der allgemeinen Profitrate unterscheidet sich auch der nominale Wert des Profits vom Mehrwert. Für das eben genannte Beispiel bedeutet dies, dass der Kapitalist den Arbeiter zwar um 90 Euro ausbeutet, er selbst allerdings bei einer allgemeinen Profitrate unter 18% weniger als 90 Euro Profit erhält. Der Prozess, der zur allgemeinen Profitrate führt, wird nach Marx durch die Konkurrenz bestimmt. Daraus folgt für Marx, dass der Preis der Ware nicht mehr ihrem Wert, gleich der in ihr verkörperten Arbeitszeit, entspricht, sondern dem Produktionspreis. Marx schreibt, dass sich die Werte in den Produktionspreis verwandeln. Der Produktionspreis ist nach Marx die Summe aus Kostenpreis K, gleich Kosten des Kapitalisten für Lohn und Produktionsmittel, und der allgemeinen Profitrate P. Der Produktionspreis einer Ware ist damit K plus P. Der Wert der Ware und der Produktionspreis gehen damit grundsätzlich auseinander. Böhm-Bawerk weist darauf hin, dass Marx' Produktionspreis identisch ist mit dem Natural Price bei Adam Smith und dem Price of Production bei David Ricardo. Fünftens, die Frage des Widerspruchs. Nach der Darlegung von Marx' Theorien arbeitet Böhm-Bawerk die Probleme heraus. Zentral ist für ihn der Widerspruch zwischen dem Wertgesetz und der allgemeinen Profitrate. Böhm-Bawerk weist darauf hin, dass diese beiden Theorien sich nicht vertragen. In der Werttheorie verdeutlicht Marx mit Nachdruck, dass aller Wert einer Ware sich auf die in ihr verkörperten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit und nur auf diese Arbeitszeit gründet. Jegliche Abweichung des Preises vom Wert stellt eine Verletzung des Wertgesetzes dar, wobei sich nach Marx das Wertgesetz auf lange Zeit immer durchsetzen wird, da es wie ein Naturgesetz wirkt. Langfristig entspricht nach dem Wertgesetz der Preis einer Ware seinem Wert. Bei der Durchschnittsprofitrate rückt Marx davon komplett ab und führt aus, dass die Preise notwendigerweise und dauerhaft vom Wert abrücken müssen, um die Waren zu einem Durchschnittsprofit zu vertauschen. Nicht mehr die Arbeitszeit, sondern die Konkurrenz bestimmt jetzt den Preis einer Ware. Diesen nackten Widerspruch sah auch Marx, der kurzerhand versuchte, den Widerspruch für nichtig zu erklären, indem er im dritten Band unter anderem behauptet, dass es in letzter Instanz doch die Arbeitszeit sei, die den Preis einer Ware bestimmt. Sechstens, Logikfehler des Gemeinsamen. Ein weiteres Problem sieht Böhm-Bawerk in Marx' Begründung zum Tauschwert einer Ware. Kritisiert wird, dass Marx zwar behauptet, dass die Erfahrung zeige, dass sein Wertgesetz gültig sei, er allerdings diese empirische Aussage nicht empirisch belegt. Hingegen versucht es Marx mit Logik. In diese logische Argumentation schleichen sich nun etliche Fehler ein, die bei Böhm-Bawerk den Eindruck erwecken, dass Marx versucht, eine vorgefertigte Meinung wissenschaftlich zu untermauern. Bei Marx' Vorgehen zur Erschließung des Gemeinsamen sieht Böhm-Bawerk unter anderem das Problem, dass Marx bei seiner Überprüfung der Gemeinsamkeiten nur jene Eigenschaften betrachtet, die sich später als nicht gemeinsam herausstellen werden. Die einzige gemeinsame Eigenschaft, die Marx betrachtet, ist die Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, sodass am Ende der Untersuchung nur diese übrig bleibt. Marx engt also vorher den betrachteten Bereich ein, um sein erwünschtes Ziel zu erreichen. Beispielsweise betrachtet Marx keine natürlichen Güter, zum Beispiel Wasser, die nach Böhm-Bawerk offensichtlich auch einen Tauschwert besitzen. Böhm-Bawerk stellt bei Marx' Vorgehen den Vergleich mit einer Urnenziehung an, bei der man zufällig eine weiße Kugel ziehen möchte und sicherheitshalber vorher nur weiße Kugeln in die Urne legt. Siebtens, methodische Mängel bei der Werttheorie. Auch bei der Werttheorie von Marx sieht Böhm-Bawerk eklatante Mängel. Marx behauptet auch an dieser Stelle, dass die Erfahrung die Richtigkeit seiner Aussagen bestätigt, wobei dann wiederum keine empirischen Beweise vorgelegt werden. Marx versucht sich erneut in der Logik.
Für Böhm-Bawerk liegt der gravierendste Mangel der Theorie allerdings an einer anderen Stelle. Als methodische Todsünde bezeichnet er den Umstand, dass die marxische Werttheorie nicht dazu geeignet ist, den Wert umfassend zu erklären, da ein zentraler Aspekt, die Abweichung des Warenpreises vom Wert, einfach in der Begründung von Marx ignoriert wird. Damit wird der Hauptteil dessen ignoriert, was durch die Theorie eigentlich zu erklären ist. Alle preislichen Abweichungen vom Wert der Ware werden schlicht als gesetzeswidrig zum Wertgesetz festgelegt und mit dem Folgenden nicht näher betrachtet. Das Problematische dabei ist, dass Marx zuerst die Ausnahmen ignoriert, um die Allgemeingültigkeit seines Wertgesetzes zu behaupten, und anschließend die Ausnahmen wieder betrachtet, um sie als Verstöße gegen sein Gesetz zu brandmarken. Somit erschleicht sich Marx für sein Wertgesetz durch einen Zirkelschluss die Allgemeingültigkeit. Achtens, die Bedeutung der Konkurrenz. Ein weiteres Problem für das marxische System sieht Böhm-Bawerk in der Stellung der Konkurrenz. Marx führt im dritten Band des Kapitals aus, dass es die Konkurrenz sei, welche als notwendige Voraussetzung für die Wirksamkeit des Wertgesetzes dient. So gilt nach Marx das Wertgesetz nur, wenn erstens der Tausch einer Ware nicht bloß zufällig oder gelegentlich ist, zweitens die Ware in einer ausreichenden Quantität vorhanden ist und drittens die Ware nicht aus einem natürlichen oder künstlichen Monopol stammt. Die Konkurrenz muss existieren, damit die Produkte sich dauerhaft zu der in ihnen verkörperten Arbeitszeit vertauschen. Allerdings führt die Konkurrenz ebenso zu der Durchschnittsprofitrate und damit dazu, dass sich die Waren zu den Produktionspreisen und nicht zu ihrem Wert vertauschen. Böhm-Bawerk fasst die Problematik wie folgt zusammen. Denn entweder besteht keine Konkurrenz, dann vertauschen sich die Waren überhaupt nicht nach ihren Werten, laut Marx 3. Band 156 folgende, oder aber es wirkt die Konkurrenz, dann vertauschen sie sich erst recht nicht nach ihren Werten, sondern nach ihren Produktionspreisen, laut Marx 3. Band 176. Zusammenfassung. Die marxische Werttheorie trägt insgesamt eine große Anzahl von Widersprüchen und Fehlern in sich und widerlegt sich damit selbst. Die zentralen Elemente, Wertgesetz und Durchschnittsprofitrate, gehen nicht miteinander konform, egal wie oft Marx das Gegenteil zu behaupten versucht. Des Weiteren gibt es im marxischen System auch eine Reihe von logischen und methodischen Fehlern, die dafür sorgen, dass der marxische Wertbegriff fehlerhaft und die Argumentationsführung zur Werttheorie insgesamt mehr als nur in Frage zu stellen ist. Den Todesstoß verpasst Marx seiner Werttheorie allerdings mit seiner Ausführung zur Konkurrenz, die dafür sorgt, dass die zentralen Grundpfeiler des marxischen Systems, Wertbegriff und Wertgesetz, bereits denklogisch nicht existent sein können. Böhm-Bawerk sieht zwar im überwiegenden Teil des marxischen Systems ein Meisterstück strenger geschlossener Logik, doch dieses enthält keine solide und geschlossene Argumentationsführung zur Realität. Weder erbringt Marx empirische Analysen, noch ist seine logische Beweisführung realitätsgetreu. Insgesamt ist Marx' Werttheorie nicht haltbar und widerlegt sich selbst. Mit ihr fällt auch seine Ausbeutungstheorie.